Heute möchte ich mit euch teilen, welche Sachen ich als Spielleiter, als Dungeon Master, als DM gelernt habe. Und vielleicht sind hier noch ein paar Punkte dabei, die euch interessieren, die ihr noch nicht gehört habt. Vielleicht sind auch ein paar Sachen dabei, die ihr schon kennt. Aber wenn euch was auffällt, was fehlt, bitte schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ja. Eigentlich spiele ich ja irgendwie, seit ich Anfang 20 bin, das sind ja inzwischen über 30 Jahre. Aber ich habe zwischendurch eine lange Pause gemacht. Und es gibt so eine Zeit davor, wo ich intensiv gespielt habe und auch viel geleistet habe und gemastert habe vor allen Dingen. Und es gibt eine Zeit, die so danach ist, wo ich viel mehr auf Rollenspiel achte und andere Aspekte habe, die wichtiger sind für mich jetzt inzwischen. Und ja, es hat sich alles entwickelt und das finde ich sehr spannend. Und vielleicht ist was für euch dabei. Ja, was habe ich in der letzten Zeit gelernt? Na, zum ersten Mal möchte ich erklären, dass es so eine Zeit vorher und nachher gab. Also ich habe früher, so vor ungefähr guten 30 Jahren, sehr viel gespielt. Es gab Abende, wo wir wirklich wochenlang jeden Abend uns getroffen haben, in der kleinen Runde gezockt haben. Und dann gab es eine längere Pause, meine Babypause, sage ich immer, oder auch wo ich sehr intensiv Musik gemacht habe. Und jetzt gibt es eine Zeit danach, wo ich mich um andere Aspekte kümmere. Früher waren Kämpfe sehr wichtig und Situationen. Heute sind Situationen immer noch wichtig, aber Rollenspiel ist viel wichtiger geworden. Ich habe inzwischen Theatererfahrungen gesammelt, damals auch schon, aber inzwischen noch mehr. Und die bringe ich auch gerne mit ein, wenn ich leite. Und ja, ich hoffe, es ist was für euch dabei. Also erstens, ich bereite mich nie zu exakt vor. Wenn ich irgendwie alle Details eines Abenteuers gelernt habe, dann neige ich dazu, die Leute irgendwie auf eine gerade Bahn oder auf einer Railroad-Bahn irgendwo hinzuschicken. Das heißt, ich steuere zu sehr. Viel besser ist es für mich, wenn ich grob vorbereite. Das heißt, ich muss wissen, welche NPCs ich habe, wo die Geschichte langlaufen soll, wo sie enden soll natürlich. Also wichtige Fixpunkte. So ein paar Sachen, die auf keinen Fall passieren sollten. Ja, also im ersten Level schon den Endgegner schlagen oder sowas, sollte natürlich auf keinen Fall passieren. Da muss man wissen, wer der Endgegner ist. Dann, ja, so Sachen, die einfach für die Geschichte wichtig sind. Ich mache mir einen groben Plan, schreibe alles auf, meistens irgendwie auf ein DIN A4 Blatt. Am Anfang, als ich noch nicht ganz so frisch mit dem neuen System war, habe ich mir die Monster immer noch mal extra ausgedruckt, damit ich die einfach so abkreuzen konnte, wenn wir gespielt haben, uns wurde gewürfelt. Inzwischen mache ich das meistens auch nicht mehr. Der zweite Punkt ist, wenn ich zu intensiv vorbereite, dann macht mir das irgendwie Druck. Dann ist es so, dass ich es irgendwie perfekt haben möchte und perfekt ist dann meistens nicht das, was im Endeffekt dann passiert. Weil wenn zu viel Druck da ist, dann bin ich nicht mehr so flexibel, bin ich nicht mehr so kreativ und kann auf meine Spieler nicht mehr so gut reagieren. Deswegen versuche ich immer so, wie gesagt, grob vorzubereiten und dann möglichst gut auf meine Spieler und Spielerinnen zu achten. Momentan sind es ja nur Spieler. Also, das ist so der Punkt, der mir ganz wichtig ist, möglichst entspannt zu bleiben. Dann bin ich auch total kreativ und mir fallen immer wieder neue Sachen ein, die ich in die Geschichte einflechten kann. Kleiner Tipp am Rande ist, wichtige Sachen wie Namen und sowas immer mal kurz mitschreiben. Ja, also Händler Herbert muss natürlich auch wieder nachher Händler Herbert heißen, weil die Charaktere bzw. die Spieler schreiben sich solche Sachen auch auf oder merken sich das. Zweiter Punkt. Nicht jede Session braucht Kämpfe. Doch wenn ihr keine habt, dann gibt es andere Sachen, die ihr haben müsst. Also ein Skill-Challenge, ein Rätsel, interessante NPCs, irgendwie die Vergangenheit holt die Charaktere ein oder die Vergangenheit wird ausgebaut, ja, dass man die Vergangenheit mehr ausschmückt, dass man neue Sachen findet, die zum Charakter gehören. Das ist ganz spannend. Kämpfe würde ich auf jeden Fall empfehlen zu lernen mit unerfahrenen Spielern. Ja, damit die Mechaniken können, das finde ich sehr wichtig. Damit die nicht plötzlich irgendwann Level 3, 4, 5 sind und noch nicht gekämpft haben und dann passiert was und dann wissen sie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also schon regelmäßig auch was machen in der Beziehung, finde ich wichtig. Es sei denn, man macht ein reines Erzählspiel. Ansonsten, wenn ihr gute Spieler habt, die eine Geschichte tragen, ist es nicht nötig, in jeder Session Kämpfe zu haben.
dann macht es sogar mehr Spaß, wenn es andere Sachen sind. Letztens ist meine Gruppe auf den Berg geklettert. Da gab es auch einen Kampf, aber das war so nicht das Wichtigste. Sie sind wieder runtergeklettert, so war es nämlich. Und dann gab es ein paar wirklich ganz schlechte Würfelergebnisse. Und im Prinzip war der Gegner der Berg. Und es war kein Kampf, sondern es war einfach, wir gucken, dass wir überleben. Und es war ein Mordspaß und es hat uns wirklich auch Bock gemacht, diese schlechten Würfelergebnisse zu haben. Ein dritter Punkt ist, es ist besser, seine Spieler zu überfordern, als sie zu langweilen. Also, das gilt sowohl beim Kampf, also ein Kampf, der knapp ausgeht, bleibt sehr knapp am besten noch. Der bleibt immer gut in Erinnerung. Wenn es mal wieder ganz knapp war und sie haben irgendwie mit dem letzten Lebenspunkt alles geschafft, dann habe ich die Erfahrung gemacht, sagen meine Spieler, oh, könnt ihr euch noch an die Geschichte erinnern, wo wir da so haarscharf rausgekommen sind? Wenn es aber so ist, dass man den Boss irgendwie eben locker erledigen kann, dann bleibt es nicht in Erinnerung. Und dann ist es kein besonderer Punkt. Es sei denn, es passiert irgendwie sowas Blödes wie fünf kritische Treffer und zwei kritische Fails vom Boss. Und zack, liegt er da und ist platt, dann erinnert man sich schon daran. Dann war der Würfel und das Glück so enorm, dass man sich an diese Situation erinnert. Wenn es um irgendwelche Sachen geht, ihr könnt so ein bisschen darüber nachdenken, wie es in einem Escape Room ist. So ein Escape Room ist ja auch relativ schwierig für unerfahrene Leute. Für Erfahrene ist er vielleicht so mittelschwer. Und was passiert? Es kommt ja immer die Stimme aus dem Off. Und die kommt, wenn man aus dem Zeitplan rausfällt. Weil es soll ja so sein, dass man die Geschichte immer so entweder ganz knapp schafft oder ganz knapp nicht schafft. Deswegen versucht das auch zu machen. Ja, gebt lieber mal einen Hinweis zwischendurch, wenn es gerade, und setzt auch mal die Zeit ein als Druckmittel. Ja, ihr habt jetzt noch 20 Sekunden. Was macht ihr? Was ist euer erster Schritt? Zieht die Spieler rein, fordert die, setzt sie unter Druck, macht denen ein bisschen Stress, nicht zu viel, ne? Aber macht denen ruhig ein bisschen Stress, die können ruhig mal ans Arbeiten kommen im Gehirn. Und dann gehen die auch voll in die Geschichte rein. Vierter Tipp hat was mit Führung zu tun. Als DM neigt man ja oft dazu, so durch die Geschichte zu führen. Manchmal finde ich, ist es einfach total cool, wenn die Charaktere führen. Und deswegen liebe ich es, meinen Charakteren und meinen Spielern somit zu folgen, um mal zu gucken, was die so bringen. Wir hatten in einer der letzten Sessions irgendwie eine total interessante Diskussion zwischen zwei Paladinen und einem Kleriker, also Glaubensdiskussion, wen darf man umbringen und wen nicht und was ist wichtig und lebens- und schützenswert. Eine ganz heftige Situation, ich habe mich zurückgelehnt und habe das genossen, wie meine Spieler über sich hinausgegangen sind, in die Charaktere rein. Das war eine schöne Sache. Und das war für die, die haben nachher noch gefragt, war das jetzt zu viel? Nein, das ist nicht zu viel. Es geht ja darum, dass sie Spaß haben und dass ich Spaß habe. Und in der Situation war beides gegeben. Punkt Nummer 5. Fehler zugeben. Also ich werde auf jeden Fall noch mal was machen zum Thema Fehler. Aber hier nur an der Stelle, wenn ihr einen Fehler gemacht habt oder irgendwas total falsch gemacht habt, und dann zieht es nicht durch, bis es wirklich unangenehm ist. Ja, sag lieber, ey Leute, ich habe da einen Fehler gemacht. Wir müssen noch mal zurück zu der Stelle. Wir müssen den Film mal zurücklaufen lassen, weil die Story gibt sonst gar keinen Sinn. Oder es passt einfach sonst nicht mehr. Gebt Fehler zu, auch wenn es irgendwelche Kleinigkeiten sind. Ihr werdet merken, eure Spieler werden euch als authentisch wahrnehmen und werden euch viel mehr vertrauen. Und dass Vertrauen ein wichtiger Punkt ist, habe ich ja schon mal in diesem Video hier erklärt. Punkt Nummer 6. Würfelt nicht alles. Wenn ihr nicht bereit seid, Konsequenzen auszuführen dafür, dass gewürfelt wird, wenn schlecht gewürfelt wird, zum Beispiel, dann würfelt nicht. Ja, die Charaktere überqueren einen Fluss. Ihr lasst würfeln. Ein Charakter macht eine 1. Und dann werden ihm irgendwie drei Stricke zugeworfen
und es passiert nochmal, dass irgendwie schlecht geworfen wird, gewürfelt wird und alles, ja, lasst ihr den dann ersaufen? Wolltet ihr es wirklich? Weil wenn ihr den dann doch noch irgendwie rettet, dann leidet eure Glaubwürdigkeit. Also würfelt nur mit euren Leuten, wenn ihr wirklich eine Challenge rausmachen wollt. Wenn ihr wirklich wollt, dass sie in Schwierigkeiten geraten können. Neulich habe ich Lurch und Lama mal wieder gesehen und da hatte eine Spielerin, sollte einen Wahrnehmungswurf machen, glaube ich, war das, und hat den gepatzt. Und die Spielerin hat sich dafür entschieden, nicht irgendwie ihren Reroll zu nehmen, die sie noch hatte, sondern einfach mal zu sagen, ja gut, ich habe gepatzt. Und dann ist sie zusammengeschlagen worden, sie hat es nicht gesehen, wo der Schlag herkam und es ging ihr richtig schlecht danach. Aber es war die interessantere Option. Es war interessanter, als nochmal in den Kampf zu gehen und oder wegzurennen oder sonst irgendwas. Es war interessanter, diese Situation zu haben mit dem Fail, als eine andere Situation. Und deswegen kann man sich auch als Spieler gut dafür entscheiden und ermutigt eure Spieler auch darüber, das so zu tun, mal einen Fail sich zu erlauben und nicht ihren Reroll zu nehmen, den sie vielleicht irgendwie noch haben. Siebter Punkt. Es ist nicht immer leicht, aber such dir Spieler aus und Spielerinnen, mit denen du gerne spielst und denen du vertraust. Wenn es kein Vertrauen in der Runde gibt oder wenn du merkst, es baut sich kein Vertrauen auf, lass es langfristig sein. Ich habe beides schon gehabt. Ich habe jetzt eine wunderbare Runde mit 4 anderen und es macht einen super Spaß mit 3 anderen. Wir sind zu viert. Es macht super Spaß. In der anderen Runde war es so, dass es irgendwie von Anfang an komisch war und hat sich nicht richtig angefühlt. Also Vertrauen muss da sein und es muss auch irgendwas an Feedback da sein. Deswegen beim Online-Spielen versucht immer die Kamera anzumachen. Bei uns klappt das auch nicht immer, weil das Netz manchmal auch schlecht ist. Aber versucht irgendwie, weil es ist für einen Spieler halt total wichtig, auch mal zu sehen, was hinter dem Bildschirm oder auf der anderen Seite des Bildschirms passiert. Punkt Nummer 8. Ja, man überlegt ja oft so, was man alles tun kann oder was die Spieler alles tun können vor allen Dingen. Was könnten die machen, wenn diese Situation kommt oder wenn jede Situation kommt? Lasst es sein. In vielen Fällen wird es euch sowieso nicht gelingen, vorherzusehen, was eure Spieler wollen. Überlegt euch lieber, was eure Bösewichte gleichzeitig machen. Das heißt, wenn eure Bösewichte jetzt sagen, am Tag A bin ich in der Stadt A und am Tag 3 bin ich in der Stadt B und da laufen dirty Geschäfte ab, also schmutzige Geschäfte, dann ist es nicht möglich, die an Tag 2 irgendwie in der Stadt zu erwischen, weil die dann irgendwie unterwegs sind, die Leute. Also macht so, dass es logisch ist und überlegt, was eure Bösewichte tun würden. Was ist der Plan der Bösewichte? Und führt so ein bisschen Zeit dazu, was machen die, wann machen die das und wie sieht es aus. Nicht, dass eure Charaktere immer zufällig gerade zum richtigen oder eure Spieler zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Das darf auch gern mal sein, aber überlegt euch trotzdem, was machen die Bösewichte. Punkt 9, der wichtigste Punkt, sollte ich vielleicht zum Schluss sagen, ich sage ihn jetzt. Leute, das Wichtigste ist, dass ihr auch als Spielleiter, auch als Spieler, aber auch als Spielleiter Spaß habt. Wenn ihr Spaß habt, seid ihr relaxter. Und wenn ihr relaxter seid, könnt ihr viel kreativer sein. Ihr könnt viel kreativer auf Sachen reagieren. Wenn ihr euch gute Spielleiter anguckt, dann haben die dieses gechillte, coole, und das macht einen riesigen Spaß, denen zuzusehen. Die kommen nicht in Stress, die Leute. Selbst wenn mal irgendwie, ich habe neulich immer gesehen, da ließ was nachschlagen von irgendwelchen Zuschauern. Ja, warum nicht? Macht's euch so einfach, wie es geht. Und damit ihr wirklich für eure Spieler da seid, guckt, was die wollen. Punkt 10. Haltet eure besten Ideen nicht zurück. Setzt sie ein, lasst sie fließen und lebt in der Gewissheit, dass die besten Ideen oder neue gute Ideen wiederkommen.
dass wieder neue super Ideen entstehen, sobald ihr im Fluss seid, sobald ihr euren Spielern irgendwie eure besten Ideen rausgegeben haben. Weil es sind Sachen, die beeinflussen sich gegenseitig. Spieler reagieren auf eure besten Sachen irgendwie anders. Und wenn die wirklich cool sind, dann haben die auch wieder coole Ideen. Und dadurch kommen wieder andere coole Sachen zustande. Also behaltet nichts zurück, spielt die Sachen aus. Punkt Nummer 11. Für mich ist es ein unbedingtes Muss, am Anfang jeder Session eine Kurzzusammenfassung der letzten Session zu machen, damit man reinkommt. Ich merke oft, dass wir das mal nicht gemacht haben und dass dann irgendwie was fehlt. Und das ist total schwierig und das ist total schade. Es ist wirklich ein guter Einstieg zu sagen, okay, das letzte Mal ist das und das und das und das passiert und ihr seid jetzt an diesem Punkt, ihr seid jetzt in der Stadt X und habt gerade Kontakt mit der Diebesgilde zum Beispiel. Und zack, weiß man, wo man ist und taucht sofort besser ein und leichter ein. Und dann könnt ihr ja nochmal kurz überlegen, was sie so brauchen oder was noch unklar ist und vielleicht mal eine Frage stellen und dann geht's los. Punkt 12. Hör auf deine Spieler. Die Spieler haben meistens so super Ideen. Hör auf die, mach dir vielleicht ein paar kleine Notizen, reagier darauf. Nicht unbedingt in der gleichen Session, in einer anderen Session. Oder merk dir einfach, was sie gesagt haben und verwende es später. Ja? Ein Charakter sagt, ich könnte mir vorstellen, der Assassin macht das und das. Der Nichtspieler-Assassin. Ah ja, okay. Naja, wenn ich das jetzt bringe, ist das eine doofe Idee. Aber wenn ich das später bringe, kann das total gut sein. Ja, dann den Gedanken ein bisschen weiterspinnen und ausbauen und fertig. So, das waren sie, meine 12 Tipps. Tipp Nummer 9, nicht vergessen, immer Spaß haben. Ich hoffe, es hat euch was gefallen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps dabei, die neu waren oder die ihr nicht so auf dem Schirm mehr hattet. Manchmal hilft es ja auch, Sachen nochmal zu hören, die man eigentlich weiß. Ich hoffe, das war der Fall. Wenn ja, lasst ein Like da oder ein Abo. Und wenn es besonders gut war für euch, teilt es doch mit jemandem. Erzählt es weiter. Alles gut. Macht's gut, bis dahin. Euer Martin, ciao.